Jo, servus Leute, Jul und ich sind wieder unterwegs und zwar sind wir jetzt in Norwegen und sind hier auch schon in den Skjern angekommen und wir werden versuchen den ganzen Urlaub nur wild zu campen. Das heißt, wir wollen nicht einmal auf dem Campingplatz in irgendeine Hütte oder sonst was, sondern immer draußen in der Natur sein. Und wir haben uns jetzt diese Fläche hier ausgesucht, die ist mal ziemlich windgeschützt, weil die Steine hier so schräg kommen und sowas. Und werden dann mal schauen, wie wir hier die erste Nacht frei schlafen. Wir schauen, ob wir uns noch ein Zelt aufstellen oder ob wir versuchen, unter freiem Himmel zu schlafen. Dadurch, dass halt der Wind, wie gesagt, nicht so geht, könnte das auch ziemlich cool werden. So, pünktlich zum Kaffee ist auch nochmal die Sonne rausgekommen und ich probiere jetzt nochmal zwei, dreimal die Angel rauszuwerfen und uns hoffentlich unser Abendessen zu fangen. Wenn die Sonne später hinter dem Berg verschwindet, wollen wir noch ein kleines Feuerchen machen, um uns warm zu halten und um hoffentlich den Fisch zu grillen, den Luca gleich aus dem Wasser holen wird. Und dafür werde ich einfach in der Umgebung hier ein bisschen Feuerholz suchen. Also ich bin fündig geworden, ich hoffe, das reicht für heute Nacht. Und jetzt schauen wir mal, ob Luca schon was gefangen hat. Luca, hast du schon was gefangen? Ja, bis jetzt nur Salat. Nur Salat? Ich möchte aber keinen Salat heute. Naja, also wie gesagt, bis jetzt hatte ich nur Seegras. Aber da gibt es so ein paar tiefere, sandige Stellen und da tummeln sich halt die kleinen Fische. Sind aber höchstens so groß. Bringt ja auch nichts. Aber wo die kleinen Fische sind, sind auch die großen nicht weit, oder wie sagt man? Deswegen werde ich das nochmal ein bisschen probieren gleich. Ja, das mit dem Angeln hat leider nicht so geklappt. Ich habe keinen Fisch rausgezogen. Aber dafür haben wir uns jetzt zum Abendessen so ein bisschen Couscous auf dem Spirituskocher gemacht und geben uns jetzt noch den Sonnenuntergang. Let me be the one to ease your pain. Let me be the one. Der Sonnenuntergang sah ja mal richtig gut aus und das Essen hat auch gut geschmeckt, auch wenn es nicht der erhoffte Fisch war. Aber vielleicht haben wir morgen nochmal die Möglichkeit, einen neuen zu fangen. Wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt noch ein kleines Lagerfeuer machen und haben da auch schon was vorbereitet. Und zwar haben wir uns hier so eine kleine Steinmauer gebaut, um einfach den Wind ein bisschen abzuhalten und ein bisschen die Wärme hoffentlich auf uns zu reflektieren. Und ja, jetzt werde ich mal versuchen, hier mit meinem Feuerstahl das Ganze anzumachen. Damit wir am Anfang auch eine Chance haben, habe ich mir gleich mal ein bisschen Zunder zusammengesucht. Und zwar ist das so eine Mischung aus altem, trockenen Gras und Birkenrinde. Sollte an sich ja eigentlich gut funktionieren, deswegen probieren wir das Ganze mal aus. Hey, hey. Das hat echt länger gedauert als gedacht. Also ich glaube, der richtige Zünder ist da doch schon ziemlich wichtig, aber jetzt sollte das eigentlich klappen. Und irgendwie windet es hier trotzdem voll rein. Ein bisschen näher an die Steine hier. So, nochmal ein kleines Status-Update. Also das Feuer ist ordentlich am Brennen. Das sieht gut aus. Und wir werden da jetzt noch ein bisschen kleine Kartoffeln an den Rand legen und die hinterher noch essen. Und wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir einfach unter freiem Himmel schlafen, weil es auch eine mega schöne, sternklare Nacht werden soll. Und wir hier auch eine super Schräge haben, wo wir quasi wie im Liegestuhl perfekt in die Sterne schauen können. Also dann, bis morgen. Morgen Leute, also die Nacht war echt super. Es war nicht zu warm und wir waren hier ziemlich windgeschützt und hatten einen super Blick auf die Sterne. Dadurch, dass kein Mond da war, waren die auch richtig schön hell und man konnte die Milchstraße sehen. Also ich glaube, man hätte sich geärgert, wenn man heute im Zelt geschlafen hätte. Deswegen haben wir uns auch gedacht, schlafen wir hier einfach noch eine Nacht heute. Aber erstmal gibt es jetzt Frühstück. Ja, also wir haben uns jetzt zum Frühstück einfach ein bisschen Müsli gemacht. Und ja, was heute noch der Plan ist, wir wollen uns einen kleinen Steinofen bauen, darin dann ein Brot backen und dann eventuell später noch ein bisschen Sport machen.
Und ich glaube, dann ist der Tag auch wieder fast um, weil wir haben ziemlich lange geschlafen. Also, an die Arbeit. Also wir fangen jetzt an mit dem Steinofen. Was wir dafür brauchen, sind einfach ein bisschen Steine und so ein Erde-Asche-Mix, um das Ganze zu verfugen. Und wenn ihr genau wissen wollt, wie das Ganze geht und ob wir das überhaupt richtig hinbekommen, findet ihr das Video auch noch auf meinem Kanal. Also wie ihr seht, habe ich gerade einen Fisch in der Hand und das ist mein erster selbstgefangener Fisch. Ich habe vorhin auf gut Glück einfach mal die Angel reingeworfen, weil ich dachte, das kann ja ein bisschen dauern, weil wir gestern halt nicht so viel Glück hatten. Und direkt beim ersten Mal hat es wirklich geklappt und ja, ich bin einfach nur froh. Und das ist übrigens ein Barsch, wir haben gerade mal nachgeguckt, der ist 25 cm lang und wir denken mal, dass der jetzt wie viele Jahre alt war? Sieben Jahre alt ist. Oder acht, genau. Und das ist auf jeden Fall ein Barsch. Ja, und das ist heute Abend unser Festmahl. Ja, nice. Hat es heute doch geklappt mit dem Fisch. Das heißt, Jule wird jetzt mal das Feuer in Gange bringen, weil der Ofen ist ja fürs Brot reserviert und für die Kartoffeln. Und ich werde den ganzen dann mal ausnehmen und sowas. Da sind wir echt ordentlich in Schwitzen gekommen mit zwei Baustellen gleichzeitig. Das Feuer vom Fisch schnell genug anzumachen und den Ofen halt am Brennen zu halten. Hätte ja keiner gedacht, dass Jule so schnell einen Fisch fängt. Aber jetzt sieht es richtig gut aus. Wir haben da mal so ein bisschen Rosmarin und Zitronen reingepackt und garen das jetzt über dem offenen Feuer. Ich glaube, das wird richtig gut. Und der Ofen ist auch noch am Brennen. Vielleicht packen wir da gleich auch noch ein paar Kartoffeln rein und wenn nicht, ich glaube, ja, so lange braucht ihr auch nicht mehr, dann können wir da gleich das Brot drin machen. Top! Also das Brot im Ofen hat echt richtig gut funktioniert. Das ist ja von außen schön knackig und innen drin noch weich und schmeckt auch mega gut. Vor allem mit den Blaubeeren drin, so eine kleine süße Note. Perfekt! Und der Fisch ist jetzt auch gut. Deswegen werden wir den jetzt essen. Oh, der sieht auch richtig lecker aus. Werden wir jetzt gleich mal ein kleines Probierstück essen und gucken, ob das taugt, was wir da gefangen haben. Schaut mal, wie sich die Haut löst. Das ist ja ja, das taugt auch. Aber wir werden jetzt erstmal unser Abendessen jetzt hier vornehmen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also das Abendessen ist jetzt durch und hat echt vorzüglich geschmeckt. Wir haben uns jetzt das Feuerchen wieder angemacht und haben hier echt eine super Aussicht. Und Jule, was geht heute noch? Ja, wir genießen gleich noch ein bisschen die Abendstimmung. Also ihr habt es gehört. Dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao. Also die zweite Nacht haben wir jetzt auch ganz gut überstanden, war eigentlich ziemlich genau wie die erste, wenn nicht sogar ein bisschen wärmer. Wir haben halt wieder einfach ohne Zelt unter freiem Himmel geschlafen, aber diesmal war es ein bisschen bewölkter, deswegen hat man nicht ganz so viele Sterne gesehen. Aber jetzt haben wir frisch gewaschen und frisch gestärkt, gehen wir jetzt zurück
und lassen unser Lager mit dem Ofen und unserer kleinen Steinmauer einfach mal hinter uns. Vielleicht kommen wir ja nochmal wieder irgendwann. Also würde ich sagen, packen wir's und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.